So, okay. Ah, die Frau ist jetzt tot, warte mal. Nee, nee, mach mal nochmal, als die beiden Typen gelebt haben. Die ganzen Typen sind auch hier drin. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt mal geladen. So. Alles voll. Da ist doch noch der dritte. Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Was kann ich mit dem Chloroform anfangen? Kann ich die Frau ruhig stellen irgendwie? Bringen wir erstmal den Dolch mal zurück. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Was passiert, wenn ich den Dolch mal zurückbringe? Passiert dann irgendwas Besonderes? Den Dolch habe ich ja wieder. Wo ist denn der Dolch? Dolch habe ich ja wieder. Was kann ich mit dem Dolch aber jetzt anfangen? Oder ich beseitige jeden einzelnen. Beseitigen wir mal die ganzen Typen. Ist für eine Beseitigung, wenn die einfach darüber geworfen werden. Da gibt es auch einen Weg, gut zu wissen. Bin ich nicht hier auf einmal gelandet, aber. Okay. Der eine. Den anderen bringen wir auch darum. Müssen wir das jetzt so laufen lassen? Ich habe keine Ahnung. Da hängt er noch. Der Arme. Oh, der hängt da noch fest. Ah, okay. Bringen wir mal hier ein paar Typen her. Ausschalten geht. Aha, okay. Ausschalten. Kommen bestimmt ein paar Leute jetzt her. Ist da jemand angesprochen? Was ist denn da unten? Da unten ist auch irgendwas Besonderes wahrscheinlich wieder los. Kompromittiert? Warum bin ich denn kompromittiert wieder? Halt halt wieder ein. So. Aber verdächtigen tut mich keiner. Okay, wir ziehen uns wieder an als Wache, falls sie uns erwischen. Ah, okay. Waren wir verdächtig, geht's wieder nicht mehr. Okay, wir müssen so viele Leute beseitigen, wie es nur geht. Dann wirf mal jetzt die Münze rüber. Okay. Bin ja verborgen. Hey,
Wer von denen geht rüber? Nur der. Da kommt gerade her und der andere dreht sich gemütlich wieder um. Warum ist er jetzt einfach mal stehen geblieben? Warte, ich muss den auf Hackebeil ändern. Oder nehmen wir diesmal einen Schraubendreher. Hey. So. Den beseitigen wir noch mal schnell. Wie auch die Leute beseitigen. Bin ich einfach die Klippe runtergegangen? Hier. Doch. Ciao. Hier werfen wir noch mal eine Münze. So, wir sind verborgen. Kommt der nächste Typ hier rüber. Komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Was war das für ein Geräusch? Fragt er sich gerade. So bleibt es wieder stehen und jetzt geht er weiter. Ich habe ein Fragezeichen über dem Kopf. I bet. Don't do it, man. Don't do it, man. So, beseitigen wir ihn mal ganz kurz. Okay. Den Klamotten sind wir kompromittiert. Das ist echt komisch. Weil wir vorhin wahrscheinlich viel Scheiße gebaut haben. Die Leute sind da noch. Noch ein paar Leute, die mich verdächtigen, wenn es drauf ankommt, ne? Okay, der speichert fleißig, sehr gut. Danach können wir dann wieder zurückgehen. Was geht hier nochmal? Wie läuft das hin? Oh. Okay, hinlegen in Begräbnisrobe. Alles klar. Frage ist, wie kann ich da hingehen in Begräbnisrobe? Irgendwie ein Weg oder so? Mich da reinschleichen kann? Ah, da ist noch einer von diesen Typen. Hat er was bemerkt? Ach so, nur die Frau kommt dann. Ne, die Frau soll da nicht hochkommen. Nehmen wir die Münze wieder weg. Der Typ wird uns stören später, glaube ich. Okay, hol mir den mal her. Ruf mir den mal rüber. Komm mal her, mein Freund. So. Kommt es hierher? Ah, der eine verdächtigt mich auf jeden Fall schon. Oh, oh, da laufen die auch noch rum. Haben die was mitgekriegt? Nee, haben die was mitgekriegt? Some kind of disturbance. I'm not sure what's going on. Hey, what the hell? Ah! What did that person do? Deserve a smack in the head like that? Hey. Oh my God! Get help! Man. Warte mal ganz kurz. Ah, ich habe jetzt den geheimen Weg hier gefunden. Ah, okay. Warte mal. Ich muss die ganzen Leute gar nicht erledigen. Okay, ich habe jetzt neu geladen. Ich muss die gar nicht erledigen, die ganzen Leute hier. Ich werde mich wieder als dieser Typ da verkleiden, wie eben. Und ich werde mich jetzt... Da gibt es jetzt so einen Nebengang, wo ich jetzt rübergehen kann.
Richtig krass. Hätte ich aber auch gleich finden können. Hier, komm einfach rüber. Hier, gemütlich. Soll mal den Weg finden, wo das, wie ich da rüber komme. Aber wie war das? Aber hier kommt. Ich komme einfach nebenbei, kann ich einfach durch. Hier. Aber wo genau, ist halt ein bisschen dunkel gerade, aber. Ich muss da nicht wirklich den Weg nehmen, damit mich jeder auch sieht. Hier war das, glaube ich, hier. Und dann. Okay, dann machen wir das jetzt mal nochmal. Verkleiden wir uns jetzt als Janice. Wo ist die Tür? So dunkel hier. Wirklich so extrem dunkel, dass ich gar nicht sehe, wo die Tür. Wo ist jetzt nochmal Janice, verdammt nochmal? Jeez. Der nervt aber, der muss weg. Ja, komm doch einfach mal her, Großer. Was soll denn der da rum? Okay, keiner da. Tschüss. Okay, beseitigen wir ihn mal. Wo ist jetzt nochmal die Tür? Wo ist die Tür zu Janice? Wo ist nochmal Janice? Komme ich nochmal zu Janice? Nee, das war nicht der Weg zu Janice. So, Mann, es ist so dunkel, dass ich es kaum erkenne. Halt die Klappe! So. Kommt hier in die Ecke rein. Die Münzen heben wir auch alle wieder auf, Mann. Hä, was habe ich gerade gemacht? So, ich habe da ein Loch reingemacht. Ich würde eigentlich nur die Münze wieder nehmen. Wo ist denn die Münze? Ach, egal jetzt. Weg aus, bitte. Und jetzt verkleiden wir uns nochmal. Und dann gehen wir diesen kleinen diesen kleine Abkürzung da. Gucken wir mal, ob wir. Hier können wir einfach ruhig rüber gehen. Hier einfach hoch. Mann, 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 hätte ich auch vorhin von selbst herausfinden können, oder? So, und jetzt Zeichen an zum Anfang geben. Cue the music. Die Todmache kann beginnen. Story-Mission abgeschlossen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist seltsam. Wer hat das Signal gegeben? Oh. Gäste der Todmache treffen ein. Armer Janice. Ruhe in Frieden, mein Freund. Wir werden dich vermissen. Ich kann aufstehen, wenn ich will. Was passiert, wenn ich aufstehe? Das ist die Frage, ne? Zoe. Keine Rede oder so. Ich glaube, wenn die anderen gehen, habe ich Zeit für Zoe. Dann wird sie eine Zeit lang vielleicht bei mir sein. Hoffen wir es mal. Können wir uns ihr widmen. Ah, okay. Konstante kommt auch. Da war schon extrem viele Leute gerade hier. Wie soll das funktionieren?
ich glaube, der hat die ganzen Knarren hier gefunden, oder was, dieser Typ? Noch die Konstante? Er steht da auf der Seite, okay. Dann macht sogar noch sein Symbol, sein religiöses Symbol. Macht die jetzt noch was, die Frau? Und die Hafenspielerin blind am Spielen. Ich glaube, wir müssen einfach geduldig sein. Einfach abwarten. Was macht der da hinten? Thank you all for coming. Why would you leave something like this behind? As Janus' successor, it falls upon me to say a few words. I'll keep it brief, for there is little I can say that does the man justice. Janus was our founder, and like all true visionaries, he was far ahead of the curve. While we, the privileged class, were blissfully toasting the end of history, Janus saw the writing on the wall. As a veteran of the Cold War, Janus knew better than anyone that when true disaster strikes, the rich are as damned as everyone else, unless we work together. Janus never got to see the collapse, but died peacefully in his sleep. And yet, what he started in 1991 will one day be hailed as the dawn of a new age. One where the best among us can thrive, uninhibited. This is Janus's legacy. Long live his memory. And now, you are welcome to pay the founder your last respects. Ah, die kommen jetzt alle her? Kommen die jetzt alle her, um mir die letzte Ehre zu erweisen, oder was? So long, old man. People always had a better run than most. Okay, jetzt warten wir einfach, bis Zoe kommt, dann töten wir sie. Oder was passiert, wenn wir aufstehen? Okay, das mit dem Aufstehen hat irgendwie nicht funktioniert. Ich habe gedacht, wenn ich aufstehe, sind die alle erschrocken. Oh mein Gott, Janus lebt, er ist doch so privilegiert. Warten wir einfach, bis jeder uns die letzte Ehre erwiesen hat. Und warten wir einfach, bis jeder dem Janus die letzte Ehre erwiesen hat. Und dann töten wir einfach Zoe als letztes. Fertig. Die gehen dann alle wahrscheinlich wieder weg. Und dann ist Zoe als letzte da. Janus saw the writing on the wall. As a veteran of the Cold War, Janus knew better than anyone that when true disaster strikes, the rich are as damned as everyone else, unless we work together. Janus never got to see the collapse, but died peacefully in his sleep. And yet, what he started in 1991 will one day be hailed as the dawn of a new age, one where the best among us can thrive, uninhibited. This is Janus's legacy. Long live his memory. And now, you are welcome to pay the founder your last respects. Okay, jetzt warten wir einfach mal ab. Step back and let me deal with this. So long, old man. People always had a better run than most. Most successful spy in modern history. Oh, and that whole Jasper Knight incident was just brilliant. Died the way he lived. Anyway, enjoy your rest. That. You've earned it. Easy for you to say. Some of these morons think Sophia and I had something to do with his death. Now, why would they think you'd be capable of a thing like that? Wow, so fierce looking even in death. Get it. That mortician is a genius. Totally believe that you once wrestled a brown bear to a tie. Anyway, Godspeed, Mr. Janus. Sorry, I never knew you. Kein Problem. Goodbye, Janus. We won't forget you. Odd how you helped shape the 20th century, and yet nobody knows your name. Danke, Mann. Wir sehen uns später.
As for Daniel, boy, you were always the best of us. I still can't believe I never got to beat you at chess. Natürlich, ich wusste immer, du hast immer die gleichen Züge gespielt. War klar, dass ich dich besiege am Ende des Tages. So long, my dear. I can't believe you're gone. Last of the greats. Ja, ja, der letzte. Ja, kein Thema. Wir sehen uns auch später wieder, ja, Baby? Okay, die letzten beiden. Goodbye, old friend. And thank you for everything. Rest assured, I will finish what you started. Hey, wir werden jetzt Zoe töten mit diesem Begräbnisdolch. So. Den habe ich noch gar nicht verwendet. Beschneidungsmesser haben wir schon benutzt. Da haben wir jemanden beschnitten. Bye bye, Zoe. Auf Wiedersehen. Both targets down. Impressive work, 47. And now to confront the constant. Mr. Gray, what's your status? I'm at the helicopter, but the place is crawling with security. 47, you better bring the constant to one of the boats in the harbor where it's quiet. You can use the kill switch to coerce. Hey, da ist er. Warte mal, ich renne mal hinterher. Take the package to safety now! Hey, you! There's some idiot walking around. I don't think he should be here. Okay, step back. I'll go and check. Warte mal, wohin geht denn der? Renn mir ihm einfach mal hinterher. Guck mir, was passiert. Der läuft aber ganz schön langsam dafür, dass er Todesangst hat. Ich habe auch noch den Kill-Switch, wenn ich will. Die gehen joggen. Ich will auch joggen gehen. Komm, lass uns zusammen joggen gehen. Hallo, Konstante. Ich laufe dem einfach mal hinterher, weil ich mal schauen, was passiert. Okay, jetzt sind wir hier drin. Und jetzt? Noch verkleidet, da weiß ich mal, dass wir das sind. Looks like we're in the clear. You'll be fine. Don't worry. You have my gratitude. Der dankt uns. Sie haben meinen größten Dank. Bitte schön. Kein Problem. Gerne. Okay, die sind jetzt, der ist jetzt hier. Foto nehmen. Hey, sind die abgehauen? Okay, da ist jetzt dieser Typ. Ich spreche ihn mal kurz an. Ich wollte eigentlich mit ihm reden. Ich wollte ihn ansprechen, aber der geht in die Truhe rein. The Washingtons are dead. I have the kill switch. What did you say? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves. No signs or warnings. I will trigger the device if I need to. I know you. The boy in the picture. You have his eyes. Genau. You're Burnwood's assassin. Move. Komm schon. Kommt er? Jetzt folgen Sie der Konstante. Los, keine bösen Dinger machen. Warte mal, ich nehme wirklich den Kill-Switch. Am Ende will er wegrennen, dann benutze ich den. Mir ist es egal. Kein Problem. Und, hier ist der Kill-Schalter. Ich hab sogar zwei von denen. I had a notion something didn't sit right with my mentor's betrayal. You murdered him, I take it, to get to me. Not just that. He had it coming. Interesting. It was my impression that you were cured of such sentiment. The good doctor built his serum specifically to target the seats of your emotions. Has Miss Burnwood's sense of justice rubbed off on you, I wonder? Just keep walking. Well, geh einfach weiter. Konstante. Wie heißt denn der eigentlich? Ich denke die ganze Zeit an die Serie Lost. Da gab es auch eine Konstante. Penelope war die Konstante von Desmond. Desmond war die Konstante von Faraday. Aber, naja.
for what it's worth, Janus always found Ortmeier's project distasteful, not to mention inefficient. But alas, sometimes you have to play the hand you're dealt. Oh, ja. So sieht's aus. Sir? Was geht ab, Kollege? Alles klar? Wir haben dich, Konstante. Wir werden jetzt schauen, wie es dann weitergeht. Gib uns alle Informationen, die wir haben möchten. Du kannst mit uns kooperieren. Und dann bekommst du auch einen sanften Tod. Einen schnellen Tod. Oder wir schicken ihn einfach in den Kerker. Arbeitslager. This is not an ICA sanctioned operation. What exactly does Miss Burnwood plan to achieve by targeting her clients? Violating her own code. She's doing it for us. Us? For us. Oh, I see. The penny drops. Jetzt fällt der Kosten. How does a man leave no trace? By not existing in the first place. Lucas Gray. Or was it Subject 6? He died when the Institute went up in flames, but no body was ever produced. And unlike you, his rage never faded. So, now you want the partners, the men behind the curtain who've caused you all this pain? Well, bemerkt. Before you go knocking down a wall, you better make sure it's not load-bearing. Ich glaube, wir haben es gepackt. Right. Hello, sir. Was geht ab, Jungs? Alles klar? Wir haben die Konstante. Wir haben Lucas Gray geholfen. Und jetzt läuft auch die Heldenmusik. Genauso wie es sein sollte. Es ist die allerletzte Mission von Hitman 2 in der Kampagne. Es hat einen riesen Spaß gemacht. Wir haben endlich die Konstante gefunden. Wir werden mit ihr abreisen. Wir laufen ganz gemütlich hier durch. Wir haben die Mission erfolgreich gepackt. So macht man es. Ich kann den auch noch schubsen, wenn ich will. Aber lassen wir es mal. Steigen wir hier ein und hauen ab. Mission erfüllt! Wir sind stolz auf Sie, Agent 47. Die letzte Mission. Ein schlechtes Blatt. Nordsee. Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, what have you done? Changing horses midstream? Truly unprofessional. You know what we want. Where is the carrot? No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Three dynasties secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood. I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed. You have nothing left to bargain with.
You were so certain, so sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden. A simple truth you learned long ago. Diana! Coming! No one, Miss Burnwood, is untouchable. Hitman. Geil, geil, geil. Mann, das war Hitman 2 IO Interactive. Richtig geiles Spiel. Interessante Kampagne. Geile Missionen, geile Locations. Geile Orte. Hat einfach Spaß gemacht. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, falls es dir das Let's Play gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht erledigt. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut. Ciao.